Nach der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland vor 4 Jahren hat man übrigens keinerlei nennenswerte gesamtwirtschaftlichen Effekte feststellen können. Der ökonomische Nutzen war also völlig überschätzt worden. Die Stimmung, die sich damals im Land ausgebreitet hat und zu einem wahren Sommermärchen geführt hat, die allerdings hat lange gewirkt und ist daher unbezahlbar. Und so können wir uns auch jetzt in Krisenzeiten an folgender banaler Erkenntnis festhalten. Finanzieller Erfolg allein schafft kein Glück. Ständiges Wachstum ist nicht das Maß aller Dinge, so sehr es auch heraufbeschworen wird. Insofern könnte uns das aktuelle Rekordminus der deutschen Wirtschaft kalt lassen. Im vergangenen Jahr musste das Land den schwersten Konjunktureinbruch seit 80 Jahren hinnehmen. Das Bruttoinlandsprodukt ist um sage und schreibe 5% gefallen, wie uns heute das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat. Doch in welche Richtung müssen wir umdenken? Der französische Präsident Nicolas Sarkozy will das Wohlergehen der Menschen in neuen Zahlen messen und hat nun einen Bericht in Auftrag gegeben, der die kapitalistischen Werte in Frage stellt. Donja Rabasani über ein zeitgemäßes Bruttosozialglück. Durch die unsichtbare Hand, die Selbstregulierung des Marktes, werde gleichzeitig auch das allgemeine gesellschaftliche Glück erhöht. So wollte es der Begründer der modernen Marktökonomie, Adam Smith. Viele unsichtbare Hände stürzten gut 230 Jahre später die Welt in die Krise. Die Wirtschaft wuchs wild, die Finanzwelt wucherte bis zum Overkill. Wachstum, so das Mantra, soll nun sogar wieder aus der Krise führen. Der voll auf Wachstum setzt. The growth. To ensure sustained growth. Economic stability and growth. Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Wir haben das fast aus dem Auge verloren, kulturell und kollektiv, dass eigentlich Glück der Indikator ist und nicht Wachstum. Beschleunigung und Wachstum werden zusammengedacht und sie werden noch nicht einmal verkauft von Schwarz-Gelb als Mittel oder Medizin zu einem glücklicheren Leben, zum Fortschritt, sondern nur, um die Katastrophe abzuwenden, um die totale Wirtschaftskrise abzuwenden. Wachstum ohne Ende, das sei der Irrsinn der Moderne, meint Soziologe Hartmut Rosa. Längst gehe es bei unserer Produktion nicht mehr darum, Mangel zu beheben. Das Einzige, was steige, sei das Tempo. Inzwischen ist Wachstum zu einem derart unerbittlichen Zwang geworden, dass sie uns alle wie in ein Hamsterrad setzt, das uns zwingt, jedes Jahr ein bisschen schneller zu laufen, ein bisschen höher die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Ich glaube, die Steigerungszwänge der Moderne haben ein riesiges Potenzial, uns zu frustrieren. Und das können Sie sogar direkt ablesen an Depressionsraten, an Burnoutraten oder manchmal auch an Selbstmordraten. Je höher das Bruttosozialprodukt, desto mehr Wohlstand. Diese Rechnung geht für moderne Industriestaaten nicht mehr auf. Hier läuft die Suche nach neuen Gradmessern für Lebensqualität, zum Beispiel dem Bruttoinlandsglück. Den jüngsten Vorstoß wagten die Nobelpreisträger Amartya Sen und Joseph Stiglitz. Mit einem falschen Werteschema laufen wir falschen Zielen nach. So wie wir Bruttosozialprodukt steigern, droht eine Welt, in der es den Bürgern ziemlich schlecht geht. Die soziale Neuvermessung der Welt. Wichtige Indikatoren stellt Stiglitz in Paris vor, erarbeitet im Auftrag der französischen Regierung. Arbeit etwa hat einen Einfluss auf unser Wohlbefinden, der jenseits des Einkommens liegt. Gesundheit, Bildung, Sicherheit und soziale Beziehungen machen Lebensqualität aus, aber werden nicht vom Bruttosozialprodukt erfasst. Das statistische Maß ist blind gegen Leid und Wohl. Es zeigt die Welt im Zerrspiegel. Ganz gleich, ob eine Ölpest, Arbeit schafft, Staus, Benzinverbrauch steigern oder Katastrophen, Aufräumarbeiten bedingen, das Bruttosozialprodukt steigt. Wie aber lassen sich Wohl und Missstand überhaupt bestimmen? Der Bettler, der sich am Wegesrand sonnt, schrieb Adam Smith, hat eine Zufriedenheit, für welche die Könige kämpfen müssen. Bhutan, ökonomisch betrachtet nicht der Rede wert, ist beim Bruttosozialglück Vorreiter. Das kleine Königtum im Himalaya misst seit gut 40 Jahren Lebensqualität. Spirituelle Wohlfahrt zählt, wie auch Fertigkeiten im Handwerk. Kann uns Bhutan Vorbild sein? Es gibt unendlich viele solche Indizes inzwischen. Ich halte nicht so sehr viel davon, weil da werden einfach bestimmte Vorstellungen in
messbare Größen übersetzt. Unser Vorgehen ist eben ganz anders. Wir überlassen das den Menschen einzuschätzen, wie sie sich fühlen, wie glücklich sie sind. Glücksforschung. Eine junge Disziplin der Wirtschaftswissenschaft will letztlich herausfinden, wie Markt und Mensch miteinander glücklicher werden können. Es misst unser Glück in Zahlen. Es fließen weltanschauliche Vorstellungen ein, aber es sind die eigenen. Nicht, wenn ich also finde, dass ein Auto etwas ganz Großartiges ist, dann ist es in unserer Gesellschaft eben erlaubt, solche Auffassungen zu haben. Erfasst wird eine Unmenge individueller Werte. Aber ist schon die Summe von privatem Glück Gemeinwohl? Ich glaube, dass ein riesiges Problem der modernen Gesellschaft darin besteht, dass wir gesagt haben, das muss jeder für sich selber wissen. Wir messen nur die Randbedingungen, nämlich ökonomischer Wohlstand. Ich glaube, das ist ein Fehler, weil wir unsere Lebensführung unter kollektiven Bedingungen gestalten müssen. Ich würde sagen, Entfremdung ist die Abwesenheit von Glück. Was wir sehen wollen, berechnen wir. Ein realistisches Maß für Wohlstand würde abwägen. Mit welchen Umwelt- und Sozialkosten bezahlen wir unsere Produktivität? Doch in Zeiten, in denen erstmal das System gerettet werden soll, scheint diese Innovation utopisch fern. Die Krise hat vor Augen geführt, wie wichtig unsere Bedenken sind. Das Finanzwesen ist das Mittel einer produktiven Wirtschaft, kein Selbstzweck. Und die Wirtschaft soll unserem Wohlergehen dienen. Auch sie ist nicht Selbstzweck. Politik müsste Wirtschaft zum Allgemeinwohl verpflichten. So könnte der durchaus vorhandene Reichtum gerechter verteilt werden. Keine Gesellschaft kann gedeihen und glücklich sein, in der der weitaus größte Teil ihrer Mitglieder arm und elend ist. Was der Mensch in